Wir haben in den letzten Tagen immer wieder berichtet, wie die Reifenschlitzer ihr Unwesen treiben. Mittlerweile in 5 Bezirken, insgesamt 250 Autos wurden beschädigt. Und zuletzt gab es auch eingeritzte Davidsterne. Und jetzt passierte es schon wieder. Ein Zuschauer hat sich damit an uns gewandt. Betroffen dieses Mal 44 Autobesitzer in Moabit und schon wieder ein Davidstern. Der Schriftzug Jude, groß in den Lack gekratzt. Ein Davidstern, gleich auf mehreren Autos. In der Nacht zu Mittwoch ist es hier in der Loschmidtstraße in Berlin-Charlottenburg passiert. Ein gutes Dutzend Autos betroffen, auch Reifen wurden zerstochen. So richtig ruhig schläft Angelika Ayubi seitdem nicht mehr. Purer Irrsinn. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Es ist nur, dass die Leute Angst haben natürlich. Jeder schaut hier nachts mal runter, hört man was, sieht man was, könnte wieder was passieren, hoffentlich nicht wieder. Ende Januar begann die Serie von Reifenstechereien und Zerstörungen in Berlin-Neukölln. 84 Autos in einer Nacht. Wenig später Charlottenburg, dann Bohnsdorf, über 60 Fahrzeuge. In Pankow wurden dann Außenspiegel und Scheibenwischer zerstört. Zuletzt Moabit, 44 Autos, zerstochene Reifen und zunehmend Davidsterne, wie hier in Charlottenburg. Betroffene fragen sich, was eigentlich macht die Polizei? Die hat die Ermittlungen aus den Stadtteilen nun zusammengeführt. Weil auch ein antisemitischer Hintergrund möglich ist, ermittelt der Staatsschutz. Derzeit prüft das Landeskriminalamt, der polizeiliche Staatsschutz, genau diese Zusammenhänge. Jetzt werden Spurenlage, Spurenbilder und Zeugenaussagen übereinandergelegt, um letzten Endes dann ein Puzzle zusammenzusetzen. Betroffen sind teure große und einfache kleine Autos, also nicht nur Nobelkarossen. Auch die Reifen von Uwe Pohl aus Charlottenburg wurden zerstochen, von der Polizei als Beweismittel aber nicht gesichert. Wie, fragt er sich, kann einem womöglich überführten Täter dann sein Reifen zugeordnet werden, wegen des Schadenersatzes? Schwierig, meint die Polizei, weiche Reifen, schlechte Spur. Es ist durchaus schwierig, an Autoreifen eine entsprechende Werkzeugspur zu sichern. Deshalb arbeiten wir halt mit deutlich mehr als nur einer Werkzeugspur, die ohnehin zumeist nicht ausreicht, um einen Täter tatsächlich zu überführen. Genaueres dazu zu sagen, verbietet die Ermittlungstaktik. Insgesamt nun also 250 Autos und offiziell noch immer keine Spur.